Und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Just Cause 3 mit einer Granate in der Luft. Boom. Oh, noch ein bisschen später. Und wir sind wieder zurück in Sirocco Nord. Ja, ich weiß immer noch Sirocco Nord. Warum geht er dann endlich nicht mal weiter? Warum macht er das nicht? Wisst ihr was? Ich halte das davon. Ich will das einfach noch irgendwie machen, denn ich stelle es mir gerade vor, wie blöd es wäre, wenn ich jetzt sage, okay, wisst ihr was, wir gehen jetzt da nach oben hin und dann sind wir gerade ja hier schon unten, dann brauchen wir eigentlich fast nur noch rübergleiten und dann hätten wir schon die beiden Inseln. Würde ich jedenfalls sagen, und deswegen machen wir das einfach mal so schnell, oder? Was haltet ihr davon? Dann machen wir das, dann haben wir das nämlich noch fertig und dann haben wir wundervoll beides dann freigeschaltet, beziehungsweise komplett befreit, nämlich Sirocco Nord und Süd, und dann haben wir ein schönes Gefühl, wenn wir mal nach Hause gleiten oder generell einfach mal über die Klippen hier rüber. Ey, ich liebe es wirklich so sehr. Das macht einfach so ein Fun. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich könnte wirklich tagelang immer wieder dasselbe hier machen. Einfach nur. Und zack. So, noch ein paar Kilometerchen. So, dann haben wir das. Ja, vor allem ein paar ist gut. Wir sind ja nur noch ein paar. Zack. Oh, da hat es was angezeigt. Ach was, ist ja cool. Hihi, wie geil ist das denn? Wir können uns einfach hier so rüber. Was, wir haben einen feindlichen Helikopter zerstört? Wir haben das geschafft. Garantiert mit Ricos supergeilen Into the Sunshine. Wow. Oh, das ist mega. Ey, das ist Batz. Ey, das ist schon heftig. Ey, unter Wasser sieht es ja auch geil aus irgendwie, wa? So mit der Sonne. Sieht schon, ja, nicht schlecht aus. Hat was. Hat was, auf jeden Fall. So, sind wir jetzt angekommen. Ach, seht ihr, da wusste ich es doch. Selbst auf dieser kleinen Pinkelinsel. Ey, ich wollte schon was Böseres sagen. So, 3. Boah, hier gibt es auch so ein großer Sendemast. Weiß. Wer schießt hier auf uns? Bitch. Oh. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Liebe Freund. Liebe. Falsche Waffe ausgewählt. Scheiße. Das war gar nicht so gedacht. Und nein, warum? Ah, ich komme damit gar nicht so wirklich klar. Nein, aua, 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 bitte nicht. Ich möchte doch nur ein bisschen feiern und ein bisschen. No, ich sterbe gerade. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir haben es super hinbekommen, dass Rico sofort gestorben ist. Das können wir doch besser, oder? Nee, eigentlich nicht wirklich. Okay, wir versuchen es trotzdem, indem wir uns einfach mal hier runter gliden lassen. Oh, scheiße. Aber wir sind nicht, wir sind nicht wirklich im Kampfgebiet jetzt. Witz. Ich kann den Biber, bitte. Zack. So, hier ist schon mal einer. Hier packen wir eine zweite ran. Hier die dritte. Hier die vierte. Oh, fuck it. Alter, was ist denn hier so krass gerade? So, erstmal hier alles in die Luft hochjagen. Bam, bam, bam. Das müsste eigentlich gleich auch hochfliegen, oder? Ja. Alter, der kommt ja wirklich hinterher hier. Na, stirbst du wohl? Oh, der hat eine Granate fallen lassen. Hey, cool, das ist wie eine Kettenreaktion hier gerade. Kommando los! Diese Insel ist zu klein für zwei Fallschirme. Ich würde mal sagen, oh, scheiße, daneben. Blup, jetzt aber, dich habe ich. Oh, ich mag die großen Dinger hoch zu jagen. Ey, wir haben hier richtig Damage gerade gemacht. Ja. Kurzer Prozess, mein Freund. Autsch. Nein, nee, nein, au, nee.
Ich liebe es. Just Cause ist einfach so geil geworden. Also ich bin wirklich, wirklich der Meinung, dieser Teil ist jetzt mit einer der besten Teile, denn ich habe ja wie gesagt die anderen Teile schon gespielt gehabt. Also eins, zwei, drei waren es immer, glaube ich, genau. Und weg damit. Oh. Oh oh, oh oh, ich hau hier ab. Oh yeah. Alter. Da ist auch so ein Typ wieder. Die sind überall jetzt. So eine hohe Stufe haben wir doch noch gar nicht, oder? Nee, haben wir noch nicht. Habe ich jemand verpasst? Ach du Fuck! Ach naja, es ist ja nur so ein kleines Geschütz hier. Hallo? Schmeißt du mal, danke. Wir brauchen dich jetzt wirklich gerade. Yep. Yep. Oh, ist das schön. Wow, nein. Au, 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 au. Feindlicher Helikopter zerstört. Ey, den wollte ich. Den Helikopter des Basiskommandanten runterholen, Rico. Er darf nicht entkommen. Wo? Aua! Sag mal, hast du ihn an der Klatsche hier oder was? No, no. Was? Wie komme ich hier rein? Hallo? Au, au, du siehst nicht gesund aus. Ich war doch nur da drin. Oh, nicht schon wieder. Okay, aber wir haben jedenfalls noch ein paar andere Sachen vor. Ich glaube, wir haben hier unten soweit ganz gut eigentlich alles erledigt gehabt, oder? Glaube ich jedenfalls auch. Ja, finde ich gut, dass ihr mir gerade alle zustimmt. Du musst den Helikopter des Basiskommandanten runterholen, Rico. Er darf nicht entkommen. Boah, sag mal. Sag mal, wie krass ist der wirklich? Ja. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß über alles Bescheid, Freunde. Mann, ich wollte doch nur einsteigen. Freund, Freund. Dankeschön. Und einsteigen. Was? Wollt er nicht? Sag mal, sag mal. Jetzt aber. Ah. Doch eh mal so. Weg mit dir. Gibt's ja gar nicht hier. Hab ich noch nie erlebt. Was? 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 Wer schießt denn hier überhaupt auf mich so krass? Das muss hier irgendwo ein Flakgeschütz oben sein, wa? Ich seh's sogar. Wie fies, ey. Die sind richtig fies, die scheiß Flakgeschütze. Ja, und sterben und komm und weg und tot und zersterben und. Was von wo denn? Koppers. Koppers Blei oder was? Kopperblei. Wusch, 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 wusch. Okay, und tschüss. Sag mal, das ist ja extrem hier heute. Was ist denn hier los? Haben die irgendwas geraucht oder was? Das ist mir schon fast unheimlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aua! Das war verdammt knapp. Sayonara! Scheiße? Jetzt aber! Oh! Die hält ja eine Menge aus! Diese Schüsselradar! Hätte ich ja nicht gedacht! Okay, doch, jetzt explodiert sie langsam! Ja, ja, packen wir mal hier so ein paar hin. Nichts da so weit entfernt. So. Schön verteilen. Dass auch einen schönen gleichmäßigen Bums gibt. Nicht kein Dings, sondern einen gleichmäßigen Bums. Oh, ja, ja. Ja, ja. Oh, geht doch. Ach, sieht jetzt schön aus. Wie im Bilderbuch.
Das heißt, wir machen eine schöne Kurve. Fliegen hier rum. Boah, der durch, der. Ja, ja, komm her. Einer hier noch. Boah. Das explodiert hier aber ganz schön, muss ich euch sagen. Ich weiß gar nicht, wohin jetzt, ne? Das Ding haben wir da jetzt ja schon oben. Moins! So. Ach, da ist ja jemand. Ich sag's euch, mit der neuen Maus, das ist so extrem zu zocken. Jawolla, das haben wir jetzt auch. Aber wir können mal kurz auf die Karte gucken, wo wir noch hin müssen. Achso, gleich hier rechts irgendwo. Ja. Aua. Es tut weh. Warum machst du das? Lass uns doch einfach Freunde sein. Ich tue dir nichts und du tust mir nichts. Ich hab's dir angeboten. Sag ich jetzt nicht dir gesagt. Wo soll das sein? Hä? Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Haha! Da hab ich dich gefunden. Hab ich dich gefunden. Was? Aua! Sag mal, was machen wir denn hier eigentlich? Kann mir denn jemand mal verraten? Ich meine. So, weg mit dir. Ich finde die manchmal echt extrem. Irgendwie auf einmal so pop, sind die total krass drauf und ja. Machen einen Kill nach dem anderen, oder versuchen es jedenfalls. Chaos ist mein zweiter Vorname. Ey, cool, wir haben es geschafft. Yay, Uga. Na wow, so ein kleiner Buggy. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So viel schnelle, kleine schnelle Fahrten. So, Leertaste weiter. Flintenwahnsinn, neue Herausforderungen freigeschaltet. 6 von 6 Anlegungen befreit. 3 von 9 Provinzen befreit. Die Revelle verliert die Kontrolle, bla bla bla. Okay, cool. Jetzt haben wir noch eine einzige übrig, denn die hier unten, diese kleine Kackinsel, die müssen wir jetzt einnehmen. Ich glaube, da fliegen wir am besten irgendwie rüber, oder? Weil es sind immerhin 6 Kilometer per Fuß. Also wir könnten natürlich so sagen, okay, wisst ihr was? Ja. So, wisst ihr was? Ich bin ein Arsch. Unser wohltätiger Anführer hat beschlossen, die Inselbasis Le Tutor abzureißen und dort ein Luxusurlaubsresort zu errichten. Ja, das sieht cool aus. Schnell vor allem. Verschönerung. Meine Gefängniszelle könnte das auch brauchen. Viva Medici. B halten, zurückschauen. Okay. Machen wir mal. Ja, vor allem B. B ist ein Kilometer weit weg für die Finger. Da muss man ja schon wirklich Gelenkfinger haben. Also okay, Gelenk hat jeder einen Finger, aber trotzdem muss man wirklich wie so eine Schlangenfrau mit den Fingern da rumfingern, dass man da überhaupt das B erreicht. Also das wären mir alle zu fingerig. So, und wir sind jetzt mal so richtig cool. Schade, dass wir keinen Boost haben. Denn jetzt machen wir was ganz Cooles. Und zack! Na. Jetzt schwingen wir uns mal ein bisschen hier so lang. Ach, da hinten sehen wir sogar schon die Insel. Ist ja cool. Also sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Oder? Oder richtig, genau. Oder sieht da. Hui. Das haben wir zum Glück alle schon. Immer mit dem Wingsuit. Im Sternenhimmel in der Nacht. Ui, fliegen wir beinahe in die Yacht. Ah, jetzt sind wir schon in Sirocco Sivia. Und ich sage euch, das mit dem Wingsuit, wir brauchen nicht unbedingt einen Helikopter. Wir können das alles mit dem Wingsuit machen. Weil mit dem Wingsuit, da sind wir so schön flexibel. Und da fliegen wir beinahe. Na, sag mal. Oh, der kann sich nicht mal. Der kann sich nicht einfach einmal. Das müssen wir jetzt nochmal wiederholen. Ich meine.
Wenn wir jetzt verkacken, auf gut Deutsch, dann kommen wir da nicht rüber. Okay, vor allem. In der Nähe ist ein Fahrzeug mit einem gefangenen Rebellen. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit, Rico. Ja, siehst du, wo ich bin gerade, Frau? Ich bin gerade im fucking Meer. Ich kümmere mich gerade drum. Oh, die wollen alle. Kümmere dich darum. Mach das, Rico. Mach das. Visier der Obrigkeit. Zack. Entführen. Danke. Ja, ja, mache ich doch gerade schon. Guck doch mal. Ist voll cool, wa? Einfach. Der ist sogar von allein ausgestiegen. Sehr nett von ihm. Bitte kommen. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. Rico, falls du mal was brauchst, komm zu mir. Okay. Ich will damit nichts zu tun haben. Mir ist alles egal. Macht, was ihr wollt. Ich mach mein eigenes Ding. Und... jawoll! Echt cool, das war eigentlich eine geile Aktion, wa? No! Ich wollte gerade sagen, ne. Bringt das eine Menge eigentlich? Dieses immer diese ranholen und ranziehen? Ich meine... jetzt ist es alles schon zu tief. Nein! Aber wir sehen hier einen Tanker und die kämpfen beide zusammen. Die kämpfen! Die Bootschlacht-Simulation 2000... noch was. Jetzt kommt noch ein Jetski dazu. Komm her. Komm her. Oh, danke. Du rettest mir gerade mein Leben. Danke. Hey, hallo. Ich möchte gerne dein Boot haben. Gott! Gott! Anstatt, dass er ihn einfach drinnen lässt. Da schmeißt er ihn einfach raus. Kann er überhaupt schwimmen? Der Arme? Hallo? Kannst du schwimmen? Hallo? Na okay, jetzt kannst du nicht mehr schwimmen. Nee, der stirbt einfach. Der wird rausgeschmissen und ist gleich instant tot. So wie, ich rühre dich an und du fällst gleich tot um. Also, hä? Was soll das verstehen? Ich meine, selbst GTA ist da ja noch logischer. Aber das ist ja hier eigentlich dieses komplette übertriebene Spiel, wo man einfach nur einen kurz mal anschießen muss und er fliegt 1000 Meter weit und alles wird zerstört, alles geht in Chaos hinunter. Und kommt dann einfach jemand an, hat ein paar Burritos mehr gefressen, setzt sich auf die Schüssel und sprengt gleich eine ganze Stadt in die Luft. So in hart ist das Spiel eigentlich. Mehr ist es nicht. Ja. Und nachdem wir dann endlich diese ganzen Inseln da erreicht haben, beziehungsweise übernommen haben, dass wir diese Insel nur übernommen haben, danach möchte ich ganz gerne dann wirklich wieder die Hauptmission anstreben. Die Hauptmission ist ja eigentlich deswegen, warum wir eigentlich hier sind, ne? Wir wollen ja wissen, was los ist mit Medici und alles mögliche und wir wollen dann die ganzen Soldaten, beziehungsweise die ganzen Repressionen, die ganzen Unterdrückungen, die hier im ganzen Land sind, ja, alle auslöschen. Ja, wow. Oh, geil. Okay, cool. Steh auf, Mann. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Ah, da ist jemand runtergefallen. So, warte mal. Oh, hier ist einer mit einem... einer... Ich würde vorschlagen, hey, weil wir das ja hier schon kennen, dass wir hier zwei ransetzen. Pöp, pöp. Weil die kugelt dann hier runter. Die jagen die auf jeden Fall mit in die Luft hoch. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die mit in die Luft hoch gejagt werden. Dann ziehen wir uns hier hoch. Ziehen wir uns hier nochmal hoch. Setzen hier eine kleine Sprengung ran. Eigentlich sollte es eine Kettenreaktion geben vom Feinsten, sage ich euch. Vom Feinsten. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein, nein. Okay, dann machen wir es jetzt so. Kommuniziert jetzt mal, ihr Mistkerl.
Oh, warte mal, hier sind doch noch ein paar Sachen mehr, die wir machen müssen. Ja, ich weiß. Boah, sag mal, meinst du nicht, dass das irgendwie mal ein bisschen wehtut hier, was ihr macht? Ich meine, können wir nicht alle Freunde sein? Handschlag, so ein bisschen Billardabend. Nee, warte nicht. Echt nicht. Schade eigentlich. Zack. So nicht mit mir, Freundchen. So nicht. Jetzt vielleicht mit deinen Freunden machen, aber nicht mit mir. Vor allem hier schießen irgendwelche mit der Flak rum. Das ist sowas von heavy immer, wenn die das machen. Perfekt. Perfekt. Yo, zack. So, ich glaube, jetzt müssen wir noch hier hoch und ich glaube, hier unten gibt es auch wieder so eine Sache. Zack, jetzt gehen wir mal hier lang. Oh, 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 oh. Oh, oh. Alter, was machst du mit mir? Licht aus. Licht aus? Wo ist Licht aus? Aber sag mal, hier gibt es ja immer noch mehr hier. Was ist denn? Das scheint mir wie eine ganze Basis zu sein. Ich glaube, wir sollten mal hier hin zu dem hier. Der sieht mir so ein bisschen snipermäßig aus. So, jetzt packen wir noch hier einer rein. Oh, das ist so krass hier. Das müsste reichen. Das sollte wirklich reichen. Oh, warte mal, hier unten sind noch ein paar Propan-Punks. Ne, hier sind garantiert auch noch welche drin. Oh, schnell weg. So, wir müssen noch einmal, wollen wir alle Sprengsätze zünden. Achtung! Luftangriff steht bevor! Was? Wo? Fliegst sie rein, ich schieß sie ab. Autsch, das war nicht so prickelnd. Autsch, das war wieder nicht so prickelnd. Sag mal, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich meine, haben wir soweit schon hier alles erledigt? Nein, wir haben noch, Scheiße, wir haben noch eine hier und einen da. Das heißt, wir lassen uns schnell mal hier durchgleiten. Und gucken schnell mal wieder. Ah, da oben. So, das heißt wir... Ja, okay. Wir können es auch gerne so machen. Wir haben noch... Jetzt hier unten eine. Oh, Backe. Oh, Backe. Okay, das war's wohl hier, oder? Ja, okay, jetzt können wir dann eigentlich hier drüber gleiten, oder? Ja. Hier sind jetzt überall schon die ganzen Helis. Die Heli-Schrapp-Schrupp-Schrapp. Ja, die sind nur nie gut. Wenn die immer einen hinterher sind, ach, das ist ja eigentlich so gut wie verkackt normalerweise. Was? Dann haben wir aber gleich die Insel, oder? Ja, ist ja gut. Ja, da oben ist da nämlich schon, aber wenn ich dort einsteige, dann wisst ihr sofort, was los ist. Den haben wir nämlich jetzt auch. Oha, oha, ich sehe schon. Wir haben hier noch viel zu tun. Na komm, geh doch einfach kaputt. Geh doch einfach kaputt, aber nicht bei mir unbedingt. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Und zwar, ja... Sieht wie nach einem Betriebsunfall aus, da hat er irgendwie recht, oder? Wo müssen wir noch hin? Wir müssen hier überall hin.
Jo. Nein, nein, nein. Oha. Leute. Ich möchte gerne noch weiterleben. Ich möchte leben. Nicht sterben. Leben. Wir müssen noch zwei Sachen aktivieren. Was müssen wir da noch aktivieren, Leute? Ich sehe hier eine Menge, was wir noch machen müssen, aber... Und die Dinge haben wir ja schon, oder? Ach so, da. Oh. Oh. Okay, wir schmeißen einmal hier hin. Nein. Keine gute Idee. Oh doch, gute Idee eigentlich, oder? Ja doch, gute Idee. Und hier oben war ja der komische Schützenschaf, oder? Oh mein Gott. Nein! Was ist jetzt los? Ich höre gerade. Das Spiel läuft zwar irgendwie weiter. Ich habe nur Tab und Dingenskirchens gedrückt. Das ist nicht gut. Just Cause has stopped working. Na, das lieben wir ja. Ja. Ich glaube, das war's jetzt erstmal und deswegen danke fürs Zuschauen von Just Cause und dann auf jeden Fall ab der Stelle geht's dann weiter. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.